Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing und ersten Eindruck des iPhone 16 Pro. Und das ist Apples neues Flaggschiff-Smartphone. Das erste Smartphone, was sie großartig mit KI bewerben. Doch wie viel davon jetzt schon alles drin steckt, ja, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das Gerät gibt es in 3 oder 4 Farbvarianten. Es gibt einmal eine schwarze Version, einmal eine weiße Version, ein Naturtitan und dann dieses neue Sandtitan, wie sie es nennen, oder Desert Titanium. Das Gerät gibt es wieder in mehreren Speichervarianten. Die normale Pro-Version startet bei 128, die Pro Max-Version startet bei 256 GB an Speicher. Und die Geräte sind auch nochmal größer geworden. Das Pro ist jetzt 6,3 Zoll und das Pro Max ist 6,9 Zoll. Also verdammt groß, und das ist auch der Grund, warum ich mich für das Pro und nicht für das Pro Max entschieden habe. Zumal das Pro nochmal von den beiden Geräten deutlich mehr Funktionen, neue Funktionen bekommen hat, als die Pro Max Variante. Packen wir das Gerät mal aus. iPhone 16 Pro, designed by Apple in California. Ganz viel Text wieder. Keine Ladegeräte oder sowas mit dabei. Zumindest haben sie da jetzt keine Ankündigung getroffen, und da sind sie ja jetzt schon drauf und dran, nochmal die Verpackung deutlich kleiner zu machen. Zack, da haben wir das Gerät auch schon. Ich habe mir die Geräte tatsächlich gar nicht im Store wirklich angeschaut, um meine Reaktion live auf Kamera zu haben. Sieht deutlich mehr rosé aus, als ich es vermutet jetzt hätte. Das ist ja eh immer bei Apple die Render, und dann wie das Gerät in echt aussieht, ist nochmal ein großer Unterschied, fand ich bei diesem Naturtitan auch schon so letztes Jahr. Da hat es mir in den Rendern nicht so gefallen, in echt dann nochmal mehr. Was haben wir denn noch mit dabei? Hier natürlich das Kabel. SIM-Karten-Tool. Spannend, dass wir ein SIM-Karten-Tool bekommen und scheinbar in den USA die Leute nicht. Also da ist der Lieferumfang nochmal irgendwie anders. Genau, hier haben wir Kabel, SIM-Karten-Tool, nochmal einiges an Papierkram. Und was dieses Jahr auffällt, es sind keine Sticker mit dabei. Das war eher immer so eine Sache. Apple hat ja noch Sticker mit ihrem Logo irgendwie in allen iPhones beigelegt oder allen Apple-Produkten so großartig beigelegt. Das fehlt auch dieses Jahr. So, dann schauen wir uns das Gerät nochmal mehr im Detail an. Was ist denn jetzt auf dem Papier so großartig neu, und kann man das hier sehen? Also Apple bewirbt die Geräte stark mit Apple Intelligence, ihrem AI-System. Der große Plot-Twist ist nur, das Ganze ist noch nicht vorinstalliert und wird in Deutschland bis nächstes Jahr auch nicht verfügbar sein. Da gibt es mehrere Gründe für. Einerseits ist es einfach noch nicht fertig. Also Apple bringt es in den USA auch erst in 4 Wochen raus auf Englisch. Das ist nicht was sie jetzt unbedingt wollten, sondern weil es einfach noch nicht fertig ist. Ansonsten haben wir einen neuen A18 Pro Prozessor. Also es gibt einen A18 und A18 Pro Prozessor. In den Pro-Geräten sitzt dann auch der Pro Prozessor. Kann noch mal ein bisschen mehr, zumindest auf dem Papier. Und soll halt auch nochmal besser für AI in der Zukunft funktionieren. Da verspricht einmal Apple viel. Wir haben eine neue 48 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera, und die soll jetzt dann auch, oder das Kamerasystem soll jetzt auch 120 FPS bei 4K-Videos ermöglichen. Wie viele das jetzt wirklich im Alltag brauchen, kann man in Frage stellen, aber es ist zumindest eine Funktion, die jetzt verfügbar ist. Sie haben nochmal mehr Mikrofone eingebaut, beziehungsweise sagen, die Mikrofone, die eingebaut sind sollen nochmal deutlich besser sein, was letztendlich für bessere Telefonie, aber auch für bessere Videoaufnahmen letztendlich möglich sein soll. Wi-Fi 7 ist in den Geräten vorinstalliert, und wir haben schnelleres Laden, und das ist tatsächlich eine der Sachen, die mich noch am meisten freut. Schnelleres Laden mit bis zu 38 Watt haben Leute gemessen. Ziemlich cool, weil die iPhones aktuell nur mit 25 Watt maximal laden, und ich bin Freund von schnellerem Laden. Ich lade auch relativ häufig zwischendurch mal die Geräte, und da ist es dann recht cool. So, wir machen mal hier die Folie nochmal ab. So, da haben wir nämlich auch das Display, 6,3 Zoll groß, 120 Hertz, LTPO AMOLED, ist auf dem Papier dasselbe Display, soll halt nochmal ein bisschen größer sein und nochmal ein bisschen widerstandsfähiger, also neues Keramikglas, wie sie das immer nennen. Und jetzt kommen wir schon zur tatsächlich hardwaremäßig größten Neuerung, denn wir haben hier einen neuen Knopf, beziehungsweise Apple ist voll daran, nicht zu sagen, dass es ein Knopf ist. Sie nennen es Kamerasteuerung, also für sie ist es eine Steuerung, und damit soll man dann halt die Kamera auslösen können.
wenn man drauf drückt, es ist ein Knopf. Also wie ich sagen würde, es ist einfach ein Knopf. Damit soll man die Kamera starten können, Fotos machen können. In Zukunft, das kommt dann wiederum auch erst per Software-Update, soll man damit dann auch so vordrücken können, so ein bisschen fokussieren können und dann auslösen können wie bei einer Kamera. Und damit soll man auch Kamerafunktionen wie den Fokus etc. nochmal dann kontrollieren können. Also es ist eher so eine Multifunktionstaste. Was ich schade finde ist, das wäre eine ideale Position, dort Touch-ID einzubauen. Da hätte man wirklich sagen können, Touch-ID, man drückt drauf und kann das Gerät mit seinem Finger entsperren. Klar, man hat die Gesichtserkennung, ist aber auch nicht etwas, was jeder irgendwie machen möchte. Sprich, damit wäre Touch-ID relativ cool gewesen. Chance verpasst. Und ein USB-C natürlich. Hier sind die Lautsprecher, An- und Aus-Taste. Und wir haben weiterhin auch den Aktionsknopf oder den Action-Button, wie sie das Ganze nennen. Damit soll man in Zukunft halt Apps starten können, Schnelleinstellungen starten können. Da hatte ich tatsächlich die Kamera einfach immer drauf, weil ich das ziemlich cool fand, mit einem Knopf die Kamera auslösen zu können. Deswegen denke ich, dass ich mich sehr auf diesen Kameraknopf stürzen werde, einfach weil ich jemand bin, der einfach sehr gerne Fotos macht. Preislich sind wir relativ gleich geblieben. 1.199 € für das normale Pro mit 128 GB und 1.449 € für die Pro Max Variante, die dann nochmal deutlich größer ist. Also ich kann jetzt mal mein 15 Pro Max hier nebenhalten, was für mich tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großes Gerät war, einfach weil es so breit ist. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich hatte ja damals überlegt, mir ein normales Pro zu kaufen, wollte dann aber den besseren Zoom haben, der jetzt auch in dem Gerät verbaut ist. Wir haben jetzt fünffach optischen Zoom bei dem iPhone 16 Pro, sprich diese Kamera und diese extra Kamera ist sozusagen nochmal in die kleinere Variante gewandelt. Und ja, letztendlich haben wir dann jetzt eigentlich identische Funktionen des Pro Max Gerätes, auch in der kleineren Variante. Wir sollen nochmal einen besseren Akku haben. Da bin ich mal gespannt. Apple nennt halt nie Zahlen, sondern immer nur so Richtlinien oder Richtwerte, wie gut das Ganze tatsächlich ist. Ich mache jetzt hier mal meine Hülle ab, um nochmal auch die Displayränder zu vergleichen zu können. Denn Apple sagt, die haben sie nochmal dünner gemacht. Halten wir das mal nebeneinander. Ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, dadurch, dass ich hier aktuell den dunklen Modus oder ein dunkles Hintergrundbild aktiviert habe. Aber wenn man die mal direkt nebeneinander hält, minimal. Also minimal sind sie dünner geworden. Ist es jetzt irgendwas, was mir auffallen würde? Nein. Wenn man genau hinschaut, ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, revolutionär, sowas habe ich noch nie gesehen und finde ich jetzt verdammt beeindruckend. Also ich finde die dünnen Displayränder so oder so beeindruckend, aber für diesen kleinen Sprung würde ich jetzt nicht sagen, herzlichen Glückwunsch, da habt ihr euch jetzt irgendwie neu erfunden, sondern es ist halt ja eine logische Weiterentwicklung. Und so fühlt sich das auch an. Im aktuellen Zustand ist es eine minimale logische Weiterentwicklung. Also wir haben hier weiterhin 200 Gramm bei dem Gerät. Das fühlt sich dann auch wertig an. Sie sollen auch ein neues Titan verbaut haben. Spürt man das jetzt aktuell nicht wirklich stark. Aber wenn man jetzt diese gesamte Apple Intelligence Geschichte, die uns erstmal noch nichts wirklich irgendwie angeht, außen vor lässt, ist es eine minimale logische Weiterentwicklung. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich richte gleich im nächsten Video mit euch das Gerät einmal ein. Wir schauen uns einmal die Funktion ein bisschen an und dann quatsche ich auch noch einmal über ja letztendlich meinen ersten Eindruck zwischen diesen Geräten beziehungsweise ob ich einen großen Unterschied spüre. Aber das war es erstmal vom Unboxing und ersten Eindruck des iPhone 16 Pro. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, dann gebt doch diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos, unter anderem einen Testbericht zum iPhone 16 Pro zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.